So Leute, willkommen zurück zu Let's Play Zelda. Wir haben in der letzten Folge ohne Schlüssel, was ist das denn? Irgendwas muss man hier wahrscheinlich machen. Was ist die Frage? Puh. Ich weiß es nicht. Einen Schlüssel brauchen wir auf jeden Fall. Wenn wir jetzt da mal rüberschießen, ist da drüben irgendwas offen. Wir brauchen einen Schlüssel. Da kommen wir zwar rüber mit Stiefeln, aber damit können wir nicht viel anfangen. Ich hol mal einen Hammer. Gucken, ob der was bringt. Lass mir den auch upgraden von der netten jungen Dame hier. Lass mich der. Bla bla bla. Hilf mir, nette Fee. Die süße kleine Fee. Level 2, seine Schockwelle ist noch größer. Ja, wir sind jetzt, glaube ich, in Video 69 und wenn das so weitergeht mit dem Fortschritt, das heißt, dass es so langsam vorangeht, dann werden locker die 70 voll. Da können wir einlassen. So, dann gucke ich mal, ob ich mit dem Hammer hier irgendwas anfangen kann. Ich bin so gut. Ja, dass ich darauf... Das habe ich nicht nachgelesen. Könnt ihr mir glauben. Ohne Scheiß jetzt, ey. Echt, ey. So. So muss erstmal... Ah, das war dumm. Nehmen wir den nächsten. Rüber. Nehmen wir den nächsten. So. Das war der erste Schalt. Jetzt müssen wir da hoch. So, nochmal. Das hat geklappt. Rüber. Ich muss das Ding kaputt kriegen. Wie kriege ich das kaputt? Wie kriege ich das kaputt da? Dumm. Oh, ich bin schon ganz gespannt auf den Endkampf, ehrlich gesagt. Ich will hier endlich zum Endkampf kommen. Nee, krieg ich nicht hin. Okay, wie kommen wir jetzt da unten ran? Ich muss darüber, um nicht mich da runterfallen zu lassen. Das heißt, es muss auch irgendwie gehen. Hier kann ich nur ganz wieder raus. Okay, irgendwie muss das gehen, definitiv. Aber wie, ist jetzt die Frage. Ach, Stutzi, komm mal, jetzt mach mal hoch hier. So, wie kriegen wir das jetzt hin? Ah. Ach, so billig. Und ich tue mich wieder schwer. So, jetzt lassen wir mal uns so fallen. Und kriegen jetzt bestimmt einen Schlüssel. Wusste ich doch. Denn da können wir jetzt nämlich dabei kommen. Cool. Alle zusammen. Und ab nach oben. Super. Hat doch ganz gut geklappt diesmal. Nicht zu viel Zeit verplempert. Die Idee mit dem Hammer war auch sehr gut. Mal gucken, wie oft ich noch hier zurück muss. Ich muss was trinken. So, da rein jetzt. Und mal schauen, was hier so Phase ist. Da können Bommelbomben haben wir hier. Hm, 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 hm.
So, ist noch eine Bombe. Dann können wir hier unten nochmal die Kiste aufmachen. Wie ist denn hier unten eigentlich? Hier brauchen wir auch nochmal eine Bombe, okay. So, kannst du das mal kaputt machen da? Ich gehe jetzt mal schnell die Truhe öffnen. Und ein Herzcontainer hier. Obwohl, wenn wir wirklich in den Endbosskampf kommen sollten, dann brauchen wir definitiv Energie. So, warum ist das links nicht aufgegangen? Warum ist das denn links nicht aufgegangen? Das kannst du nicht sehen hier. Schmeißen wir das mal auf. So, und auf jetzt. So. Und oben ist jetzt der Aufgang auf, Aufgang auf. Aber wir kommen natürlich nicht so einfach rüber. Wir müssen uns die Stiefel nochmal besorgen und natürlich upgraden lassen. Das darf man nie vergessen, obwohl sie ja schon mal upgraded waren. So. Pegasus-Stiefel. So. So, dann wieder zu unserer geliebten Fee, die uns wirklich hier super weiterhilft. Und dann mal die zweite Level davon geholt. Wunderbar. So. Dann wieder nach Norden. Wenn es in die richtige Himmelsrichtung ist. So. Okay. Und wir rennen jetzt mal hier rüber. Und... ist hier irgendwas noch zu finden? Ich sehe nichts mehr. Also geht's weiter. So. Oh, das Portal. Eieieiei. Das heißt, es geht zum Kampf, oder? Sehe ich das falsch? Ja, Freunde. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Ihr wahrscheinlich auch. Und lasst uns mal schauen, wie der Boss wirkt. Bomben liegen da, okay. Da unten kann man wieder runterfallen und dann bleibt es die rechte Treppe. Ach, an so das Auge kann ich mich schon wieder erinnern an irgendwas. Ich mal schnell was drin trinken. Und da noch ein Wirbelsturm. Lass uns mal runterfallen und gucken mal, was hier unten so los ist. So. So. Das wird echt happig werden, Freunde. Wie kriegen wir das Ding denn jetzt kaputt? Vor allem mit dem Speed. Ich glaube, wir müssen ihm eine Bombe. Also ich hab mal. Zieht er die nach oben, ja? Ah, okay. Wir müssen einen Moment warten, bis die Bombe ein bisschen aktiver ist. Und dann schmeißen wir sie rein. Dann ziehen sie so hoch. Dann aktiviert sie sich. Reicht das schon? Nein. Das hat noch nicht gereicht. Dann schnell. Oh, scheiße. Das war nicht gut. So, haust du mal ab hier, du Stinker. Ja, für Lex, braucht ihr jetzt. Ich muss jetzt wundern. So, jetzt hier hast du. Jetzt viel Spaß mit der Bombe. Explodiere! Warum ist er nicht explodiert da oben? Ist doch doof. Das ist doch richtig doof. Kannst du mal abhauen jetzt? Ich gehe mal kurz runter hier, damit abhaut. So, jetzt ist er weg. Ich muss ihn länger warten mit den Bomben. Schnell. Weg. Und reicht das jetzt? Jawohl. Oder hätte ich ihn noch selber treffen müssen? Das ist nicht die Frage. Das werden wir gleich nochmal beim nächsten Mal austesten. Achtung. Und hier hast du die Scheiße. Scheiße, das ist nicht genug.
Au, oh, die Legs, die Legs, die Legs, die Legs! Die Beine? Ach, scheiße! So. Komm, Junge. Ich mach dich kaputt, ey. Ach, das läuft grad nicht. Das läuft grad überhaupt nicht. So. So, jetzt das und komm, 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 komm. Boom. Boom. Ich fall natürlich runter. Oh, ich könnte mich aufregen. Dass ich genau jetzt runterfalle. Och, Mann. So. Jedenfalls hat die Bombe gesessen. Das ist schon mal wichtig gewesen. Und wieso falle ich schon wieder runter? Mann, ich bin zu müde. Konzentrier dich doch einmal. Ah, diese Hexen nicht mehr. Ah, das ist ja bald vorbei. Dann brauche ich mich auch nicht mehr aufregen, mein Bruder. So. Wieder ein Bömpchen genommen. Ab damit so nochmal. Und explodiere bitte! Ja, ist noch getroffen worden. Drei Treffer insgesamt jetzt und hat jetzt eine neue Form oder was? Was ist nur los? Hm. Tja, ich versuch mal was und zwar hier, ob ich hier bei der Kanone reinkomme. Ob ich denn da oben hochkomme und ihn denn treffen kann. Hm, das klappt ja wunderbar. Hm. Was ist das jetzt? Oh Gott, die Lexe sind so schrecklich. Also ich glaube, die Idee mit der Kanone ist noch die beste. Weil ich wüsste jetzt sonst nicht, wie ich den treffen sollte. Ah, knapp daneben. Mal gucken, ob es klappt. Ich hab den Plan. Den ultimativen Plan. So hoch. Ich treffe ihn nicht. Nochmal. Komm. Eieiei. Ob das richtig überhaupt ist, weiß ich nicht. Oh, jetzt kommen diese komischen Dinger. Da warte ich mal lieber. Wieder dann. Scheiße. Komm doch mal raus, du Luschi. Jawohl, genau so will ich dich treffen. Sauber. Wieder weg. Da unten ist es. Ah, ich muss also runter. Also ab nach unten und jetzt gibt's Spatzengeballer, Freundchen. Jetzt gibt's richtig Spatzengeballer hier. Komm. Komm her hier. Bam! Komm her hier. Oh, rot ist ja wohl nicht treffbar. Wo bist du denn? Komm doch her, wenn du willst. Du Lutscher. Ist der wieder nach oben her? Oder noch? Ja. Okay, heißt das also nochmal das gleiche hier. Mhm. Ei, der Daus. Der ging leg. So, kurz mal die Dinge abwarten.
Ich versuche es weiter. Nee, nee, Freundchen, du nicht. Ah, ist noch zu dick. Okay, Freunde, in dieser Kanone sitzend. Und auf nächste Treffer warten. Sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao.